Wir hatten da jetzt... Stopp! Hallo! Sie da! Mit dem Mann mit dem Bohrer. So nicht. Schluss jetzt. Hör auf jetzt! Kommt da noch mehr? Nee, es waren nur die beiden. Okay. So nicht. Hier wird man nur gemobbt am Bau, ja? Bist du gerade am Basteln? Oh, das habe ich natürlich nicht gesehen. Ups. Haben wir hier irgendwo potenziell noch so ein Leben da rumfliegen oder druck ich mir einfach an? Druck dir einfach ein. Das ist viel einfacher. Ich mach das jetzt anders. Wir legen den jetzt so dahin. Dann kann ich den anschalten danach. So, dann kann man den nämlich auch erstmal anschalten. Dann packen wir das Ding. Ups, dann packen wir das Ding da rein. Und gehen hier erstmal wieder genau in die gleiche Schiene nach oben wieder rauf. Dann nehme ich mal ganz kurz die ganzen Mining Belts, die ich jetzt hier schon habe, plus auch den ganzen anderen Stuff mit raus. Zumindest was ich tragen kann. Und dann muss ich noch weitere Shoots produzieren, ja. Der Pazzi hört uns zumindest wieder zu. Das ist schon mal ein Anfang. Also ich finde das schon nett. Ja. Er spricht nur nicht mit uns. Ja, nee, es war vorhin so viel Gelaber, dass die Leute mich nicht mehr gehört haben. Was? Dass ich nachher euch gemeldet habe. Ihr habt ja, weil du ja die Einführung hattest, gut, dass nachher die Leute gesagt haben, es ist sehr verwirrend, wenn so viele Leute reden. Ja, ja. Also vier. Vier Leute, ja. Wir können vier. Aber zur selben Zeit ist halt, doch etwas verwirrend. Der Verwirrungsbärt. Ja, nicht für mich, aber für die Leute, die halt zuhören. Die kennen uns ich bin mitgekommen. Nicht. Ich bin mitgekommen. Okay. Pazibert, ich habe in Ermangelung von Kommunikation jetzt hinten einfach mal den Stacker umgebaut. Und da musste ich jetzt das Kabel selber legen. Ja. Ich hoffe, du hast das richtig gelegt. Nee, ich habe es einfach irgendwie angeschlossen. Aber das wird schon passen, oder? Es wird schon schief gehen. Spätestens dann, wenn ich das Stromnetzwerk hier umbaue und die Transformation. Nachher wird schreit. Warum funktioniert das nicht? Ja, besser ein Strom ist, der nicht für hinten zuständig ist. Pass auf, die nächste Baustelle, die wir noch hatten, war, Zappes baut jetzt von unten, also wir geben hinten an der Base, geben wir jetzt einen Shoot runter, wo wir dann Kohle runterführen, um das in einem Silo zu lagern, um das dann in die Verstromung zu geben. Da muss allerdings, das Ding ist halt, du musst halt sagen, musst dann das Stromkabel von dort aus dann weiterführen. Ja, ja. Und da wussten wir jetzt nicht, wie du es haben willst. Welches unserer Geräte ist nochmal ein Stacker? Selber noch nicht. Wir haben hier hinten noch keinen, also keinen eigens dafür. Wir haben da vorne einen, wo die Erze rauskommen. Da ist hinten noch ein Eingabeschacht drin. Ja. Hinten dran, hinter der Treppe. Da kannst du einfach reinschmeißen, dann müsst es vorne rauskommen. Außer es wird gerade viel geschmolzen, dann ist es zum Problem. Sollte ja gerade nicht geschmolzen werden. Ey Leute, wir haben heute Coblu, Pazzi und Zappes am Start. Wir sind zu dritt unterwegs. Ich möchte das nur mal kurz an dieser... zu viert. Ich bin ja auch noch dabei. Wir sind heute gut unterwegs, ne? Gut unterwegs, finde ich großartig. Ja, ja, ja. So. Okay. Also, ich habe jetzt genug Shoots. Shoot. So. Dann kann ich das Kabel jetzt hier auch noch anschließen. Mein Pazzi vertraut mir ja. Nicht. Tut ihr das?
Hat er gesagt. Er hat gesagt, das kannst du selber anschließen. Ich nehme das als vollständigen Vertrauensbeweis. Ja. Und insofern muss man einfach auch fairerweise sagen, ist völlig gerechtfertigt, ne? Ich sehe es ja eher als ein Beweis dafür, dass möglicherweise Bratzi nicht mehr alle im Schrank hat, aber. Gut. Meinst du, der Trinkungsbärt? Was ist da los? Ja, ich habe ein paar Baustellen an verschiedenen Enden. Also. An allen, meinst du? Also muss jetzt der Zwerg auch mal was schaffen. Ja. Meinst du, nachdem ich 100 Jahre lang eine Klimaanlage gebaut habe? Ja, irgendwann einmal, ja. Irgendwann musst du auch ein Erfolgserlebnis haben. Ich freue mich darüber. Ich muss ehrlich sagen, Patsy, es gibt nichts Schöneres als diesen Vertrauensbeweis. Das ehrt mich. Ich gehe lieber. Warte doch, bis wir die Schmelze umbauen. Du darfst auch Platz nehmen an der ersten Reihe, ja? Nee, danke. Wieso nicht? Ich verstehe das gar nicht. Mach doch mal. Diese Ablehnung, ja, die trifft mich hart, weißt du? Mhm. So. Okay, so, um das. Wenn der explodiert, trifft es euch allen hart. Da explodiert doch nichts, als ob jemals bei uns irgendwas explodiert wäre. Ich möchte das an dieser Stelle äußerst dementieren. Ey, Code Blue, komm mal gucken. Das schaut doch gut aus, oder? Es ist voll wichtig, dass du daneben stehst, wenn ich das jetzt mache. Ey, Code Blue, du bist gerade gestorben. Ja, gut. Das hat. Also, ich habe dich noch fallen sehen, bevor es mich erwischt hat. Die Druckwelle war dann zu stark. War ein schönes Erlebnis. Es hat uns auf jeden Fall näher aneinander gebracht. Das muss ich schon so feststellen, ne? Mhm. War toll. War schön, ne? Ach. So, Leute. Jetzt gebe ich. Ich mache mal einen Probewurf hier. Es läuft auf jeden Fall schön durch. Das ist gut. Jetzt machen wir die nächste Geschichte. Jetzt schmeiße ich die ganzen Gürtel dann da rein und dann gucken wir mal, ob das vielleicht ein bisschen schneller geht. Vielleicht ein bisschen. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es ein Ticken wenigstens schneller geht. Hey. Ich habe auf jeden Fall hinter mir irgendwas gehört. Also es scheint wohl irgendwas geklappt zu haben hier. Glaubt oder explodiert. Oh ja, das hat funktioniert. Uff, okay. Er haut die ganze Kohle durch. Und die Gürtel fallen alle raus. Ist gut. Ja gut, das lassen wir jetzt mal so laufen. Mal gucken, was passiert. Ich sehe auf jeden Fall, dass der Anpacker auf jeden Fall permanent ausgibt. Also der läuft ja in einer Tour, ne? Okay, mit voll. Gibt es auch Sachen, die man wegschmeißen können. Wir können zum Beispiel die hier können wir vernichten, die können wir vernichten. Vernichten? Party? Ja, die Wände können wir hier vernichten. Ich habe ja damals Wände produziert zum Zeigen und zum Kontrollieren, welche Formen die es gibt. Die kann man eigentlich vernichten. Oxygen. Alles gehört vernichtet. Wie jetzt nochmal? Warum denn? Patsy, entspann dich. Das kannst du nicht alles vernichten. Warum will Patsy mal alles vernichten? Ich weiß doch auch nicht. Ich bin doch gerade erst gekommen. Warum müssen wir denn alles wieder zerstören? Auch ich guck. Ich glaube tatsächlich, dass die Menge an Ressourcen, die Zappes in der letzten Zeit da reingeworfen hat, mit den drei Öfen nicht funktioniert. Ja, du hast vor allem für die Öfen ein etwas fragwürdiges System mit den Flip-Flop-Shoots. Da habe ich jetzt die letzten Tage ganz hart mit den neuen Shoots experimentiert, wegen meinem eigenen Aufbau, den ich vorhabe. Und schau dir dringend mal die Overflow-Shoots an. Overflow-Shoots, okay. Das ist nämlich eigentlich das, was du suchst. Das ist ein Shoot mit einer Abzweigung, also sieht aus wie so ein T-Stück. Also der gibt nur weiter, wenn er voll ist im Ausgang. Richtig, er gibt nur weiter, wenn er an dem seitlichen Ausgang voll ist. Und die kannst du halt verwenden, um einfach so eine Leitung zack, einmal quer an den ganzen Dingern vorbeizuziehen und fertig. Sind die in den normalen Shoots mit dabei? Ja, ne? Ja. Overflow. Ja. Okay, ich werde das umbauen. Ich traue mich bloß jetzt gerade irgendwie nicht, das Ding da hinten aufzumachen. So.
Ich hab sowieso erstmal zu tun. Wobei, es laufen ja alle Öfen, also irgendwas scheint da wohl doch zu funktionieren. Ja, wenn es sich nicht staut, funktioniert's. Aber die Flipflops werden ganz fies, wenn es auf einer Seite staut. Und wenn du drei Dinger so wie hier verkapselst, dann kriegt ja der erste die Hälfte der Sachen und dann die anderen beiden jeweils ein Viertel. Ach so, und der Hälfte, der staut sich relativ schnell und dann geht nichts mehr. Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz schauen. Overflow, Flipflop, Valve, Overflow, da ist das Ding. Wir müssen das quasi so einbauen. So muss das eigentlich dahin. Aber ich wenn wir das jetzt aufmachen, ja, dann kommt mir die ganze Brühe entgegen. Ja. Okay, dann kurzen Bergbaustopp bitte, bis das alles einmal durchgelaufen ist. Weil sonst sammeln wir uns hier hinten zu Tode. Das wird ja Wahnsinn. Wenn wir das jetzt aufmachen und da hängen dann hinten dran noch 300 Belts oder sowas, die leer gemacht werden, das wird nix. No. Bergbaustopp, wie soll das denn gehen? Ah. Ja, du kannst ja die anderen Dinge erstmal voll machen. Bis da hinten der Ofen durch ist. So. Lass uns einfach in aller Ruhe durchlaufen, dann brauchen wir jetzt nicht mehr rumfingern dran. Koplu. Wie der Storch im Nest. Ja, irgendwas muss man hier tun. Ich bin froh, wenn wir das dann endlich anders haben. Ich sag's dir, wie es ist. Aber so ist es. Ich war genauso da gestanden im letzten Stream und hab das dann, ich glaube, 10 Minuten lang sortiert, das Zeug. Wir haben kein Solder mehr, das ist traurig. Ohne Solder kann ich mir keinen neuen Heavy Drill bauen. Oh no! Oh, warte mal, ich muss mal... Hast du deinen Mining Drill Mark II zufällig noch bei dir? Ja. Magst du mir den geben? Du hast ja den schönen Schwärm bekommen. Ich muss mich dran gewöhnen, wenn du einen Körper hast. Transzendenz ist das Stichwort hier. nee, nicht im Belt. Guck in den Belt rein, mein Lieber. Achso, den Belt brauche ich doch nicht. So, meine Lieben, ich bin in einer Sekunde wieder da. In einer Sekunde. Ja, bis gleich. Doch davor. Wie kann ich das denn daneben werfen? Hab in letzter Zeit einfach zu viele Sachen mit den Worten brauche ich eh nicht weggeworfen. Ah, das kenne ich. Dann sucht man. Ja. Heieiei. Für den Arkwälder braucht man auch Solder. Diesen Zwerg, ich fürchte, der ist ja weg. Aber er darf trotzdem welches machen. Ja, ich bin wieder da. Bin hallo. Ja, dann hallo. Hast du jetzt einen Auftrag. Mach doch bitte mal ein bisschen Soda. Soda? Geht gerade gar nichts. Soda. Ingot, Soda. Was brauchen wir dafür an Temperation? Oh, das ist ja großartig wenig. Eisen und Blei im 1:1 Misch. Ja, mach ich mal gleich ein bisschen mehr, oder? Ja, das schadet niemandem.
Also. Braucht man für viele Sachen. Also 1-1, Eisen und Blei. Gleich mal so ein Kilo oder so, ne? 2 Kilo. So. Okay. Wie warm darf denn das Ding werden? 276 Grad darf das haben. Uff, okay. Ich finde es schön, dass die Base so ein bisschen kühler ist gerade. Habe ich jetzt Eisen und Blei, ne? Ja, 1-1. Schmeißen wir es mal rein und gucken mal, was passiert. Mehr Temperatur wäre schon irgendwie nett. Na, wobei. Bestimmt eine gute Idee, in dem jetzigen Stadium einfach nochmal eine Klimaanlage anzuwerfen. Finde ich gut. Ich finde auch, das ist eigentlich das zukunftsweisend. Ich unterstütze diesen Antrag. Gut, 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 gut. Nummer 2 Rohrheizer. Jo, jetzt geht der Schubrakete. Schubrakete! Gino-Mischer, einen wunderhübschen guten Abend, Hallöchen! Hallo. Ja, das sollte nicht ewig dauern, Zappes. Also mit dem Soda, das kriegen wir, glaube ich, relativ gut hin. Das hört sich gut an. Weil das braucht nicht viel Temperatur und auch nicht viel Druck. Temperatur ist eigentlich immer so das Problem, den Ofen aufzuheizen. Dauert halt immer eine ganze Weile. Und das läuft, glaube ich, ganz entspannt durch. Ja, ich glaube auch, ich habe einfach die falschen Shoots da hinten. Da laufen immer nur 2 von 3 Öfen. Das ist echt blöd. Ich weiß nicht, ob Parzibert hinten schon ein bisschen mehr Saft auf der Leitung hat. Bin mir da nicht sicher. Könnte ich das Ganze nochmal einen Ticken beschleunigen. Pazzi, wo bist du denn eigentlich gerade? Pazzi? Der läuft gerade draußen rum. Ah, okay. Und ist muted. Ah. Sieht so aus, als würde er auf dem Dach Dinge tun. Ah, ja, er wollte, glaube ich, irgendwas mit dem Dach begradigen, wenn ich mich nicht ganz täusche, damit wir den zweiten Stock drauf, oder den ersten Stock drauf bekommen. Ich glaube, das hat er vorgehabt ursprünglich. Okay, der Druck baut sich auf, das ist schon mal gut. Okay.
Du machst mir gerade ein bisschen Sorgen in dem Ofen. Ein neuer Zwerg ist in der... Ey, Markus, danke für deinen verschenkten Sub an Selvina. Der Unterstrich Franke schenkt einen Sub an Selvina. Dankeschön. Und Selvina im 22. Monat. Vielen lieben Dank, Markus. Dankeschön. Ja, es dauert jetzt eine Ecke. Phil und Sinclair, einen wunderhübschen guten Abend hier, hi. Die ganze Zeit, was Code Blue eigentlich macht, weil ich den hier nur so vor den Stränken stehen sehe. Der gute Mensch räumt ja gerade die ganzen Ingots weg. Das ja. Ist ja. Was ist denn was anderes von mir erwartet? Das ist edel. Doch nichts über Mitspieler mit hinreichendem OCD. Ja, geht halt nicht anders. Er konnte sich dieses Elend einfach nicht mehr anschauen. Nein. Holy nein. Also, das ist hier... Wild? Ja. Das wäre Zappes ein Wort. Wären unsere Schränke Zappes. Bis 550 Kelvin dürfen wir hochgehen. Also müssen wir ziemlich zügig, nachdem das Ding soweit ist, müssen wir es zünden. Ich könnte ja Folgendes noch machen. Läuft gut. Der erste Block Blei ist fast durch. Ja, es ist bei dir sehr schön. Ah, es dauert seine Zeit. Schauen wir mal, ob ich noch mehr anschmeißen kann, damit das ein Ticken schneller geht. Das falsche Rohr an die ganze Zeit. So ein Blödsinn. So ein Blödsinn? Absolut. Denk mir gerade, hä, warum ist das eigentlich immer so konstant wenig? Das ist immer gerade so auf 100 Grad, das Teil. Weißt eigentlich, Anna, was die Geschichte hinter unseren zwei Standorten ist? Ich habe jetzt einfach mal angenommen, dass das mit den vielen Batterien da am Dingens... Das am Eingang? Ja, das am Eingang, dass das nicht so wichtig ist, sondern dass das wirklich Wichtige die Batterien sind, die da... Weißt schon, wo sind. Sehe ich das richtig? Die wirklich wichtigen Batterien sind die hinter Maschinenraum stehen. Das sind die, auf die es, glaube ich, ankommt. Aber das kann Pazzi genauer sagen. Aber ich vermute, das sind die. Ja. Ich glaube, die vorderen sind nur für die Klimaanlage und den Schmelzraum. Ja, genau. So ist es. Ah, gut.
Und die werden auch, wenn wir irgendwann mal diesen Raum wegreißen, können wir das ja auch übersiedeln. Raum, wo die komplette Stromschaltzentrale ist. Mhm. Aber vorerst, also der Strom muss alles da reinfließen. Ja. Also, ich habe mir einen kleinen Transmitter gebaut, der mir den Batterieladestand schickt, aber der berücksichtigt halt nur die hinterm Maschinenraum da. Wobei die wichtigeren sind eigentlich die am Eingang, glaube ich. Oh, dann muss Pazzi die Datenkabel verbinden. Okay. Also die wichtigeren Batterien sind die unten am durch den ganzen Korridor durch. Weil die sind die, glaube ich, wo es am meisten Druck drauf gibt durch die Klimaanlage, weil die halt extrem viel reinzieht. Ja, okay, die wichtigsten Batterien sind momentan die hier, weil die sind die, was den meisten Strom fressen wegen deiner kleinen Klimaanlage. Dann müssen wir notfalls später überlegen, ob ich das alles nochmal umbaue, aber ich nehme jetzt mal die hinterm Fabrikationsraum für meine Steuerung. Das ist alles schon unten angefangen, ne? Ich habe unten noch nichts angefangen, aber ich habe oben was hingebaut. Pazzi, wenn du sehen willst, was ich da gemacht habe, kannst du dir gerne erklären. Ja. Die Frage ist halt... Ich muss meine Pallet Walls gerade anschmeißen, dann kann ich mitgehen. Die Frage ist halt, ob wir nicht einen Chute quasi einmal quer durch den ganzen Gang legen, wo Kohle rein muss oder rein soll, und wir das dann vorne beim vorderen Batterieraum einfach nach unten durchführen. Weil da kommt ja dann... Also am Ende geht es ja nur darum, dass dann Stromkabel nach oben kommt und das muss irgendwo angeschlossen werden. Das Stromkabel ist nicht das Problem, da finde ich schon eins. Hier geht es darum, dass ich den Ladestand der Batterien überwache. Da brauche ich auch kein Kabel, das ich über den ganzen Weg führe. Das habe ich mit einem drahtlosen Transmitter gelöst. Mhm. Aber der muss halt am richtigen Netzwerk hängen. Ja, gut, da kann dir Pazzi, glaube ich, genauer helfen, weil ich weiß nicht, welcher Strom oder welcher Stromkreis bei uns was ist. Ja, kein Problem. Lass mir mal kurz den Pazzi hier erklären, was ich hier gemacht habe. Ich muss für ein paar Bodenteile rauslassen. Kein Platz dafür gerade. Ich habe im Übrigen dein Solder gleich. Hervorragend. Also Pazzi, das ganz hier hinten, dieses Ding, ja, das ist ein drahtloser Transmitter. Der hat die coole Eigenschaft, wenn du auf den einen Wert draufschreibst mit einem Logic Writer, dann wird der drahtlos übermittelt und ich kann mit einem Transmitter, mit einer Gegenstelle, kann ich den Wert abfragen. Der Wert, der da drauf kommt, kommt hier erstmal aus einem Batch Reader. Der macht einen Average, also Durchschnitt über die Variable Ratio der Batterien. Das ist der Ladezustand von 0 bis 1, also prozentual. Und der Logic Writer nimmt das, was der Batch Reader gelesen hat, und schreibt es auf den Transmitter drauf. Das ist eigentlich alles. Und das Ding muss halt, so wie es ist, komplett mit dem Dataport von den Batterien, von allen Batterien verbunden sein. Aber so wie das hier aussah, ich habe mir das bei dir angeschaut, das sah so aus, als hättest du eigentlich alle Batterien mit diesem Starkstromkabel da verkabelt. Insofern muss das eigentlich passen. Ja. Aber das müsste auch überall der Dataport auch überall verbunden sein. Aber das ist prinzipiell, was hier passiert ist. Und später werde ich es dann halt so machen, dass bei einem einstellbaren Schwellwert dann halt die Generatoren im Keller anspringen. Das ist die ganze Idee dahinter. Alles klar, alles klar. Klingt auf jeden Fall sehr geil.